Einladung, bitte. Euren Mantel, bitte, Sir. Ladies und Gentlemen, wenn ihr nun bitte eure Plätze einnehmen würdet. Guten Abend, Sir. Hier entlang, bitte. Verzeiht bitte. Abend, Häfen. Reginald? Ich kann euch gar nicht sagen, wie froh ich bin, von dieser Wiederaufführung zu hören. Mit Abstand, Gays beste Arbeit. Habt ihr es bereits gesehen? Einmal. Mein Vater nahm mich als Kind mit. Doch ich erinnere mich kaum daran. Und ich fürchte, dass ich mir diesen Luxus auch heute nicht gönnen werde. Nein, da habt ihr wohl recht. Dann weiter zum Geschäft. Seht ihr ihn? And the slaves because he's so great thinks his trade as honest as mine. A lawyer is an honest employment, so is mine. Like me too, he acts in a double capacity. Er sitzt in einer der Logen da oben. Die Treppe wird bewacht. Ihr werdet einen anderen Weg finden müssen. Protect and encourage cheats, since we live by them. Das habe ich schon. Blackmore, that sick word of trial, comes on in the afternoon. And she hopes you will order matters so as to bring her off. As the wench is very active and industrious, you may satisfy her that I'll soften the evidence. Tom Cagg, sir, entschuldigt is found guilty. Entschuldigt. Oh, verzeiht bitte. When I took him the time before, I told him what would come to if he did not mend his hand. This is death without reprieve. I may mention a booking. For Tom Cagg. 40 pounds. Let Betty Slino, I'll save her from the transportation. Or I can get more by her staying in. Betty has brought more goods into our locks here than any five of the gang. And in truth, it is a pity to lose so good a customer. If none of the gang take her off, she may, in the common course of business, live her 12 months longer. I love to let women escape. A good sportsman always lets the end partridges fly. The breed the game depends on. Besides, here the law allows us no reward. There's nothing to be got by the death of women, except our wives. Without dispute, she is a fine woman. Because to her I was obliged for my education. And to say a bold word, she hath trained up more young fellows to the business than the game. Haste and you get boy. And let your friends know where I intend. For I love to make them easy one way or other. When a gentleman is penitence may break his spirit ever after. Besides, certainty gives a man a good air upon his trial and makes him risk another without fear or scruple. But always, but it is a pleasure to be the messenger of comfort to friends in affliction. But it is now our time to mount
me for a decent execution against next session. Jeremy had a lazy rogue. I ain't a lazy rogue, by whom one can get nothing till his hands. A register of the gang. Crook-fingered Jack. A year and a half in the service. Let me see how much the stock owes to his industry. One. Warum seid ihr nicht gekommen? Wir hätten einen Weg gefunden. Ja. Aber dann hättet ihr es gewusst. Was es hilft. Es tut mir leid. Ja, mir auch. Und wie war die Oper? Ja, langweilig, ehrlich gesagt. Sollen wir los, dann? Ja. Ecke Fleet und Bright. Wie ihr befehlt. Faszinierend. Gentlemen, ich habe hier einen Schlüssel. Und wenn man diesem Buch glauben darf, öffnet er die Tore eines Lagerhauses, derer, die vor uns kamen. Ah ja, die, die die Welt beherrschten, zerstörten und verschwanden. Wissen wir, was wir darin vorfinden werden? Vielleicht uraltes Wissen, vielleicht eine Waffe oder etwas Unbekanntes, dessen Aufbau und Verwendung sich uns entzieht. All dies könnten wir finden oder gar nichts. Sie bleiben mir ein Rätsel, diese Vorläufer. Aber bei einer Sache bin ich mir sicher. Was immer auch darin warten mag, wird uns allen bestimmt ein Segen sein. Oder unseren Feinden, wenn sie es zuerst finden. Niemals! Dafür habt ihr gesorgt! Ich nehme an, ihr wisst, wo das Lagerhaus ist. Ah, Mr. Harrison. Gentlemen. Was sagen Ihre Berechnungen? Der Ort liegt sicher irgendwo in dieser Region. Das ist ein sehr großes Gebiet. Verzeiht mir. Wenn ich genauer sein könnte... Schon gut. Für den Anfang wird es reichen. Und deshalb bestellten wir euch hierher, Master Kenway. Wir möchten, dass ihr nach Amerika reist, das Lagerhaus findet und den Inhalt in Besitz nehmt. Ich stehe zur Verfügung. Obwohl meine Aufgabe dieser Größenordnung mehr als nur mich erfordern wird. Natürlich.
Auf diesem Papier sind die Namen von 5 Männern, die uns zugeneigt sind. Sie alle haben besondere Eigenschaften, die euch helfen werden. Mit diesen Männern wird es euch an nichts fehlen. Nun, dann mache ich mich mal auf den Weg. Ich wusste, ihr würdet uns nicht enttäuschen. Euch erwartet ein Schiff nach Boston. Es legt im Morgengrauen ab. Geht nun, Hatham, und gereicht uns zur Ehre.